Ich habe gerade ja schon begonnen zu erklären, dass wir eigentlich von der Medienberatung kommen. Unser klassischer Fall in der Medienberatung ist klar. Da denkt man erstmal an Computer und IT-Ausstattung von Schule, das ist richtig. Man denkt an Lernmittel, an digitale Medien, an Wikipedia, an Recherche. Man denkt an die Frage, wie kann man damit Unterricht machen und so weiter. Solche Dinge machen wir natürlich auch, das ist unser Standardfeld. Und als zweites Feld hat sich eben herausgestellt, dass es Sinn macht und dass gerade wir als Medienberatung, weil wir gleichzeitig staatlich und kommunal organisiert sind, offensichtlich einen guten Blick dafür haben, wie man noch mehr Kooperationen stiften kann. Ganz druckfrisch heute ist eine Broschüre angekommen, die wir hier auch gerade in ausreichender Anzahl für Sie auch Ihnen bereitstellen können. Und zwar ist das unsere Erklärung der Bildungspartnerschaften, der fünf, die es bisher gibt, für Schule. Wir haben uns überlegt, dass wir natürlich Schulleiterinnen und Schulleitern und den Fachlehrerinnen und Fachlehrern in den Schulen erklären müssen, was wir da machen und erklären müssen, welche Chancen sie haben in der Kooperation mit außerschulischen Partnern, insbesondere diesen Fünfen, hier ein besseres und breiteres Lernangebot für ihre Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Die Fünfe, die habe ich hier aufgelistet, man wird sehen, dass jede einzelne Partnerschaft natürlich einen fachlichen Aspekt für Schule hat. Es geht nicht nur darum zu sagen, es muss doch gut sein, eine kommunale Einrichtung mit Schule zusammenzubringen, sondern wir müssen natürlich auch überlegen, was ist das Fachliche daran. Bei den Bibliotheken ist es ja ganz klar, Leseförderung, ein ganz zentrales Thema, eine Basiskompetenz. Beim Museum und Schule ist es kulturelle Bildung, bei der Volkshochschule sind es zusätzliche Zertifikate und Ausbildung, die die Schüler nutzen können, wenn sie die Schule verlassen und in den Beruf gehen, insbesondere auch ein Computerzertifikat. Die Medienzentren sind direkte Partner mit ihrem Produkt Edmond, die unterstützen direkt den Unterricht und Musik und Schule. Damit starten wir heute und da werden wir auch genauer definieren müssen noch in der Zukunft, welche Möglichkeiten es gibt in der Kooperation mit Schule und wie wir von der schulischen Seite aus diese Kooperation noch besser unterstützen können. Die gemeinsame Erklärung ist eben auch schon angesprochen worden und das Systematische daran. Wir sind uns durchaus im Klaren darüber, dass wir eigentlich nur ja, den Boden bestellen, die Rahmenbedingungen schaffen können. Die Kooperationen selber, die praktische Art Arbeit vor Ort, können nur die Schulen und Sie, die aus den Musikschulen leisten und nicht mehr wir. Aber was wir können, ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Wir schaffen die Bedingungen, dass alle beteiligten Institutionen und Einrichtungen erklären und erklärtermaßen ihre Zusammenarbeit vor Ort unterstützen. Sie können also darauf aufbauen und Sie müssen nicht alles nur aus Ihrer Fachlichkeit begründen, sondern Sie können selbstbewusst vor Ort auch auftreten, wenn es dann Schwierigkeiten gibt und sagen, alle kommunalen Spitzenverbände unterstützen dieses Vorgehen, die beteiligten Ministerien unterstützen dieses Vorgehen und der Fachverband, der Landesverband der Musikschulen macht das ebenfalls. Und wir haben hiermit einen Rahmen geschaffen, auf den Sie sich beziehen können. Und das sind zwei Seiten dieser gemeinsamen Erklärung. Ich versuche jetzt nicht, den Inhalt zusammenzufassen. Ich zeige Ihnen gleich, wo Sie diese Seiten finden und vielleicht schauen Sie sich das mal genauer an. Sie finden da bestimmt gute Argumente. In diesen Überschriften, die wir gewählt haben für unseren Flyer und für unsere Öffentlichkeitsarbeit, sind die verschiedenen Aspekte jetzt hier auch benannt. Die kreative Kompetenz, Kompetenzorientierung im Schulbereich ist sowieso ganz wichtig und kreative Kompetenz ist die Möglichkeit, selber etwas zu gestalten, etwas aktiv zu tun. Eine ästhetische Wahrnehmung ist natürlich, dass man auch Neues kennenlernt, dass man es versteht, wenn ich das auf mich selber beziehe. Ich bin neuerdings jetzt ein Opernfan, was mein Sohn, der also eher Rapmusik hört und selber macht, gar nicht verstehen kann. Aber ich habe eine kleine Chance. Also erstens fängt er jetzt an, Opernfetzen zu benutzen für seine Beats, die er braucht für die Raps. Und vielleicht kann ich ihn auch noch dazu begeistern, mal mitzukommen. Und ich denke, das geht doch in diesen Bereich rein. Ästhetische Wahrnehmung, spüren, was da passiert und auch Chancen nutzen, die da sind, um ein Erleben, ein kulturelles Erleben und eine kulturelle Beteiligung auch möglich zu machen.
Wenn man das jetzt etwas fachlicher nimmt, dann ist das jetzt die erste Liste, die es gibt, die wir erarbeitet haben, die wir gemeinsam mit Ihrem Verband erarbeitet haben und in der Arbeitsgruppe erarbeitet haben. Das sind die ersten Möglichkeiten, die wir beschreiben können, wie die Kooperationen vor Ort wirklich stattfinden können. Es sind sicherlich Aktionen, Instrumentenvorstellungen. Ich habe mal eine Chance gehabt, in ein Saxophon zu blasen und habe diesen Ton gehört, der aus mir herauskam und habe gedacht, wow, das ist aber ein Gefühl. Und bin dann in der späteren Phase meines Lebens, habe ich gesagt, das will ich jetzt machen und habe dann wirklich auch angefangen, Saxophon zu lernen und Saxophon zu spielen. Ich glaube, dass ja die Kinder nicht selbstverständlich diese Möglichkeit haben, solche Instrumente kennenzulernen in den Familien. Das ist ja ganz wichtig, dass wir allen Kindern in unserer Gesellschaft, in unserer Schule diese Möglichkeiten schaffen, auch in Kontakt damit zu kommen. Unterrichtsunterstützung, ja, da sind ja auch Beispiele angesprochen. Ich kann mir natürlich auch den Rap im Deutschunterricht vorstellen. Ich kann mir eine Unterstützung auch vorstellen für Kinder und Jugendliche, die in einem anderen Bereich, Bereichen von Musik eben tätig sind, dort auch das in Schule ausbilden zu können und nutzen zu können. Sie sehen die weiteren Möglichkeiten, Ensembles, Musiktheaterprojekte, Klassenmusizieren, Basismusikalisierungsprojekte und Profilschulen. Wir haben ja heute noch Gelegenheit, einzelne Projekte da kennenzulernen. Und wir werden das ausbauen müssen und werden das genauer beschreiben müssen, weil wir auch im Rahmen unserer Unterstützung und Beteiligung an den Kompetenzteams in Nordrhein-Westfalen eine Chance haben, die Unterstützung der Zusammenarbeit von Musikschule und Schule auch über Beratung und Fortbildung im Rahmen der Lehrerfortbildung zu unterstützen. Und dafür müssen wir dann genauer sagen, welche Möglichkeiten es dort gibt, aus den Kompetenzteams diese Projekte zu unterstützen. Die Kooperationsvereinbarung ist für uns ein Angebot für Sie, die Zusammenarbeit vor Ort tatsächlich auch schriftlich zu vereinbaren. Nicht nur die guten Projekte zu machen, sondern die Arbeit auch zu vereinbaren, weil Sie dann eine Chance haben, auch stärker in der Schule wahrgenommen zu werden, dass es stärker berücksichtigt wird in den schulischen, im Schulprogramm und im Unterricht und auch auf verlässlichere Ebene gehoben wird. Es gibt immer wieder Diskussionen darum, ist das nötig oder ist das nicht nötig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die schriftliche Vereinbarung eine wichtige Hilfe ist, vor Ort die Entwicklung zu stabilisieren und von einzelnen engagierten Menschen unabhängiger zu machen und auch darüber hinaus zu sichern. Eine Frage hat Herr Dr. Zentara eben auch schon angesprochen. Wenn im Rahmen der Bildungspartnerschaften vor Ort Kooperationen entstehen, dann kann es in der Stadt oder müsste es in der Stadt ja natürlich auch entsprechende Vereinbarungen geben, auch Zusammenarbeit von mehreren Schulen und Musikschulen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist überhaupt Kooperation vor Ort organisiert? Und da haben wir mit den regionalen Bildungsnetzwerken eine tolle Möglichkeit, ein tolles Angebot, einzelne fachlich gut begründete Kooperationen in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Und deshalb haben wir mal überlegt, wie passt das eigentlich zusammen? Ist Bildungspartner NRW jetzt ein Konkurrenzprodukt zu den regionalen Bildungsnetzwerken? Nein, ist es nicht, weil diese einzelnen Produkte fachliche Elemente sind, Bausteine sind für die gesamte Vernetzung im Rahmen des regionalen Bildungsnetzwerkes. Und Musikschulen habe ich jetzt hier eingefügt, genauso wie die Kompetenzteams. Und wir fordern Sie damit auch auf, vor Ort sich auch einzubringen in die regionalen Bildungsnetzwerke. Diese Chance, diese Struktur, soweit es sie vor Ort bei Ihnen gibt, zu nutzen, um dort auch stadtweit und kommunalweit diese Zusammenarbeit zu organisieren und sich mit anderen Einrichtungen abzustimmen. Eine der Leistungen, die wir anbieten als Medienberatung NRW, ist, dass wir Sie mit einer landesweiten Website unterstützen. Die Adresse habe ich mal extra separat aufgelistet, weil es ja ein Signal auch ist, musikschule.schulministerium.nrw.de. Das ist also nicht eine Projektseite, wie es viele gibt, sondern es ist die, die im Lande in Nordrhein-Westfalen so gewünscht ist. Und wenn wir jetzt mal einen kurzen Blick
da hineinwerfen. So weit wollte ich jetzt noch nicht gehen. Stopp. Kurzen Blick hineinwerfen, dann sehen Sie, dass Sie in dieser Bildungspartnerschaft verschiedene Dinge wiederfinden jetzt. Die Initiative ist beschrieben und erläutert, die Partner sind hier aufgelistet und Sie finden hier für die lokale Kooperation die Materialien, die noch heute auch vorgestellt werden. Die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen können, Sie finden die Absichtserklärung, die Sie zu Beginn auch uns senden können, dass Sie vorhaben, solch eine Bildungspartnerschaft anzugehen, genauso wie auch Musterkooperationsvereinbarungen, die Sie vor Ort natürlich an Ihre konkreten Gegebenheiten und an Ihre Zusammenarbeit entsprechend anpassen können. Auf die Praxisbeispiele möchte ich nochmal hinweisen. Wenn Sie Beispiele vor Ort haben, dann möchten wir Sie auffordern, uns sie zur Verfügung zu stellen, damit wir sie hier einstellen können und andere Kolleginnen und Kollegen vor Ort wieder davon lernen können und damit arbeiten können. Wenn Sie in den Links sind, die Informationen verknüpft zu den Praxisbeispielen. Und wenn Sie auf Veranstaltungen gehen, dann finden Sie bisher nur die heutige Veranstaltung. Und wenn man dort hineinschaut in das Programm, dann sieht man, dass nach meinem kleinen Vortrag jetzt eine Kaffeepause kommt. Und diese Kaffeepause, die haben Sie jetzt verdient. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Bevor Sie jetzt alle in die Kaffeepause stürmen, möchte ich zum einen erstmal, ja, Wolfgang, danken. Die Frage vielleicht noch an dich erstmal. Wir fangen heute an, diese Kooperation, formalisierte Kooperation anzustoßen. Wir starten eine neue Initiative. Was wäre deine Vorstellung, wo wir in 3 Jahren stehen? Kalt erwischt. Entschuldigung. Ja, ich kann mal, wir können uns ja nur wünschen, dass Sie dieses Angebot annehmen. Also wir machen Bildungspartner, machen in Anführungszeichen. Dem Kollegen Rau habe ich heute Morgen noch über seinen Garten gesprochen. Es ist eigentlich wie so, dass man einen Garten bestellt, dass man die Beete pflegt, dass man den Blumen Platz lässt, dass man etwas pflanzt, damit, dass man noch sieht, dass die Blumen gewässert werden und so weiter. Aber wachsen müssen die Blumen selber. Und ich könnte mir nur wünschen, dass Sie das Angebot annehmen, dass Sie mit uns zusammenarbeiten, dass Sie uns auch sagen, was Sie an Unterstützung sich wünschen. Und in 3 Jahren würde ich mir wünschen, dass es überall vor Ort solche Bildungspartnerschaften gibt, dass die Schulen sie kennen und dass es Formen gibt, in denen diese Zusammenarbeit verabredet ist. Und ja, und viele gute Beispiele.